Jo, da sind wir wieder bei Final Fantasy X. Beim letzten Mal haben wir, ja, erfahren, was wir machen sollen. Wir kämpfen jetzt anscheinend gegen Sin. Und machen ihn fertig und besiegen Yu Yevon. Klingt nach einem Plan. Auf zu Sin. Jo. War das in der schnellen Ebene, wo wir gerade hingeflogen sind? Wobei, da haben wir uns aber auch... Wurde auch gegen Sin gekämpft. Yu Yevon's hiding somewhere inside Sin. And we're gonna find him. Well, that sounds pretty simple. Hey, simple is the way you like it, right? You got that right. Pops, I'm counting on ya. Right, got you covered. Yeah. How's that? A singing ship in the sky. I hope everyone got the message. Shreen! All right, we're going in. How are we gonna get inside? The easy way. How else? Figures. Well, let's go. Was ist die einfachste Methode? Durch den Mund? Hey, how you plan on getting inside? If we can't get through the mouth, we'll rip open a new one. You with me? That's what I call a plan. Petra, it go free to a car. Of course. Of course. All right. Look at that thing, a new blowhole. All you gotta do is jump. Roger. I won't tell you to be careful. Do your worst, kiddo. Roger. Fett. Riku, you... guard. Will do. Machen wir einfach noch ein neues Loch rein, ja. Passt. Ist ein guter Plan. Huch. Ich kann noch mal ein bisschen einkaufen oder so. Was haben wir denn noch so an komischen Sachen, was du noch besitzt? Sind die teuer. Also nur die einfach Angriff geben und HP. Nee. Ja, ich wollte gegen Items gucken. Dann irgendwas? Ja, eigentlich habe ich von allem genug. Na dann, ab nach oben. Ich habe gehört, wir springen in Sin rein. Macht sicher Spaß. Und ich habe irgendwo, glaube ich, noch einen Spheroiden von Jack übersehen. Das wurde mir auch noch geschrieben, jetzt wo es mir gerade spontan so einfällt. Naja, auch nicht so schlimm. So, Moment. Ich konnte im Flugschiff zum Flugschiff? Okay. Auch nicht schlecht. So, und ich denke mal, wir müssen einfach von da oben rausspringen, ne? Na dann. Jump! Passt's vom Team? Na, Moment. Packen wir Kimari rein. Wobei ich glaube, selbst wenn wir jetzt Yu Yevon besiegen... Wird es noch nicht vorbei sein.
Irgendwo muss doch Simon noch kommen. Entweder davor oder danach. I can hear the song. Yes, I can hear the hymn too. They listen to us. We won't let them down. Yuna. You don't need this anymore, right? Oh. Right? Hey guys. Guys, that's not good, yeah? Ton? Bitte was? Jetzt kämpfen wir. Extras? Ah. Was macht er denn? Was kannst du denn? Sammelt Energie für Gravia. Kann ich dich überhaupt hier unten treffen? Machen wir erstmal Hastka auf alle hier. Hau du erstmal mit Hades ein bisschen drauf. Schau mal, ob der vielleicht irgendeine Schwäche hat. Ja, nein. Aber es macht gut Schaden. So. Analysieren will ich doch mal kurz. Dafür habe ich ja Kimara Hill mitgenommen.
So, ui, 25 runter. Wendet neben Flächenangriffen auch Neutralisationsauren, die die Wirkung von... Ich glaube, ich brauche gar nicht erst nach Statusveränderung zu gucken. Ich glaube kaum, dass du gegen irgendetwas anfällig bist. Ach komm. So, dann wollen wir erstmal wieder alle so einmal kurz durchwechseln. Dass zumindest alle, die gerade Hast haben, sie nicht gleich unbedingt gleich wieder verlieren. Gravitas. Ich glaube kaum, dass Gravitas irgendwas bringen wird. Von daher versuche ich gerade noch Eisgar und Vaskar. Zu gucken, was das so abzieht. Wenn das andere jetzt auch nochmal um die 2000 abzieht, dann hat er zumindest keine Elementarschwäche. Nee, hat er nicht. So, Waka, du kannst es da oben auch einfach so angreifen. Ja komm, hau einfach drauf. Und Riku kann einmal kurz ein bisschen was klauen. Kann sie dich überhaupt treffen? Entfernung ist zu groß. Ah. Sind zeigt keine Regung. So, dann können wir kurz Auron reinholen, dann kann er auch einmal draufhauen. Ich kann es ja mal versuchen. Ich habe jetzt nicht genau drauf gehabt, ob das... Hat das aber geklappt? Oh, Mega Potion. Schick. Moment, ich probiere mal was. Feuer. Ein einnehmendes Talent, sehr schön. Ja, ich kann so ein bisschen was einnehmen. Ja, es macht ein bisschen mehr Schaden. Sehr schön. Das heißt, da können wir gleich wieder Yuna reinholen. Und jetzt zaubern, was das Zeug hält. Uiuiuiui. Autsch. Mach doch nicht sowas. Können wir ein bisschen basteln. Bastelstunde. Heute nehmen wir... Was haben wir denn Schönes? Was ist denn hier? Eine Chocobo-Feder? Ui. Mit einer Kraftquelle. Infusion. Haben wir jetzt Regena? Uiuiui, bist du schnell. Entfernen wir uns erstmal wieder. Und wechseln auf Tidus, der kann nämlich da noch einmal draufhauen. Vorweg. Das hat ja schon fast was gebracht. So. Gehen wir erstmal ein bisschen weiter weg, damit wir hier seine Attacken nicht abbekommen. So. Waka. Wie viel Schaden hast du nochmal gemacht? Nee, 600 nur. Okay. Neutralisationsaura. Ah, okay. Aber Dingens bleibt anscheinend drin. Das Regener. Das ist gut. So. Vaskar und Feuer. Der jetzt... Wobei, hat er jetzt noch den Geistbecher drauf gehabt? Ich glaube ja schon fast nicht. Oh. Und Lulu hat Konfrontation gelernt. So, ich glaube, ich mache mal mit ihr mal ein bisschen sammeln. Um Yunas Angriff noch ein bisschen zu erhöhen. So, und dann darfst du jetzt weiter hier... hartes Magie machen. Ja. Zieht schon minimal mehr ab. Und das kannst du jetzt einfach weitermachen. Nehmen wir es mal ein bisschen Blitz. Und ein bisschen Eis. Und dann kann, wenn Waka gleich dran ist, einfach mal ihr ein paar MP mal eben wieder geben. So, du kannst weiter sammeln. Passt auch. Was machst du jetzt? Autsch. Ich würde ja eher sagen... Wieso habe ich so viele Mega-Potions? Okay, wir setzen Mega-Potion ein. Passt auch.
Wo habe ich bitte so viele Mega-Potions her gehabt? Na gut, aber dafür ist der Arm gleich kaputt. Ja. Einzig noch ein Angriff von Lulu und dann war's das eigentlich schon. Dann brauche ich noch nicht mal hier nochmal sammeln, sondern einfach hartes Magie. Joa. Gut, dann würde ich sagen, bevor wir diesen Schlag erteilen und dann sehen, was danach passiert, machen wir erstmal einen Schnitt und beim nächsten Mal mal schauen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.